Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es die Look Incredible Standard-Edition, also die Standard-Box. Die wollte ich euch heute mal zeigen und ich fange direkt damit an. Hier habe ich den Zettel drin, die Preise schreibe ich euch hier wieder rein. Und wir fangen gleich mal an mit dem Punkt, der mich ein bisschen gestört hat. Und zwar habe ich hier einmal Eucerin, also das ist jetzt nicht schlecht, Eucerin Night Cream. Also einfach eine Gesichtscreme für die Nacht, finde ich okay, finde ich gut. Das ist die günstigere Box von den beiden Look Incredible Boxen, die ich habe. Da ist es okay, wenn da auch mal ein bisschen günstigeres Produkt drin ist, obwohl Eucerin ja auch nicht schlecht ist. Dann, was mich allerdings stört, ist zum einen, dass die anderen einen Nagellack von Estee Lauder drin hatten, was auf der Karte steht. Hatte ich jetzt nicht. Dafür habe ich dieses Produkt, was ich gleich zeige, und noch ein anderes. Ja, okay, weil meins ist hier von L'Oreal. Das ist so ein bisschen... Estee Lauder ist schon eine bessere Marke. Aber was mich hieran wirklich stört, ist, dass es noch eine Nachtcreme jetzt ist. Statt dem Nagellack. Zwei Nachtcremes in einer Box finde ich dann schon so ein bisschen dumm, muss ich sagen. Wir kommen zum Produkt. Das ist L'Oreal Paris Revita Lift Total Repair Nuit. Also Nacht. Anti-Aging... Anti-Aging finde ich jetzt nicht so schlimm, also ab 21 fängt die Hautalterung ja so an und ich bin 21. Ich werde sie auch noch nicht jetzt benutzen, ich habe bestimmt noch drei Nachtcremes, die werden mir bestimmt noch 3-4 Jahre halten, also dann fange ich damit an. Das Produkt an sich ist bestimmt ganz cool, freue ich mich auch drüber, aber zwei Nachtcremes in einer Box finde ich dann schon ein bisschen blöd, muss ich sagen. Das Produkt, das es statt dem Nagellack für mich auch noch dazu dann gab, zu der einen Nachtcreme, ist dieses von Neutrogena. Die Make-Up Remover Cleansing Totes. So sieht es aus, finde ich okay. Also wie gesagt, ich hätte dann doch lieber vielleicht einen teureren Nagellack drin haben wollen. Aber es ist okay, das kann man immer gebrauchen. Werde ich gerne mal austesten von Neutrogena. Zu den Sachen kann ich euch jetzt keine Preise genau schreiben, weil auf der Karte halt diese Produkte nicht draufstehen. Da steht halt der Nagellack drauf. Das müsst ihr bitte entschuldigen. Dann mache ich noch das letzte Pflegeprodukt mal eben und das ist von Number 7 Protect and Perfect Intense Advanced Serum. So sieht es aus, ist ordentlich was drin, sind 30 ml enthalten und davon habe ich schon viel Gutes gehört, von daher finde ich das auch sehr gut. Ich habe noch viele Serien, aber das werde ich sicherlich auch irgendwann mal sehr, sehr gerne testen. Als nächstes habe ich hier etwas von Bare Minerals und zwar einen Liquid Lipstick, der hat diese Farbe hier. Das ist die Farbe, oh mein Gott, Matte. OMG steht da halt, OMG Matte. Ich glaube, das ist die Farbe, ich weiß es nicht. So sieht das Ganze aus. Ich werde euch den mal swatchen. Ich habe ihn selbst noch nicht geswatcht. Das machen wir doch jetzt. Ist eine schöne Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. Ich glaube, so einen Liquid Lipstick in so einer Farbe hier oben habe ich auch noch gar nicht. Sieht richtig schön aus. Auch gerade so wird es für den Übergang Sommer-Herbst, finde ich das sehr, sehr passend, die Farbe. Doch, finde ich auf jeden Fall cool. Tolles Produkt. Und dann kommen wir zum letzten Produkt. Das wäre, ich sage wäre, wartet ab, von Kevin O'Quinn ein Produkt gewesen. Und Kevin O'Quinn finde ich richtig toll, richtig tolle Marke. Ein Eye-Pigment wäre das gewesen. Ja, ich habe mich schon sehr darauf gefreut gehabt. Wäre in der Farbe Champagner gewesen. So sieht die Verpackung aus. Dann habe ich es aufgemacht. Leer. Und wer meine Videos länger verfolgt, hatte ich das Problem schon mal in einer Box. Und zwar war ein Lippenstift mal leer. Halb so wild, es ist nicht so dramatisch, nur ein bisschen dumm, dass es mir zweimal passiert. Aber man kann denen so gut schreiben, die haben so einen guten Kundenservice. Ich habe denen wieder geschrieben, Bilder geschickt, eben geschrieben, da war kein Produkt drin, ich hätte gerne Ersatz. Innerhalb von 2 Stunden, obwohl es in England ist, kam die Nachricht, ja kein Problem, in der nächsten Box wird was Neues für sie drin sein. Und dann ist es halt nicht so schlimm, finde ich. Wenn das so schnell geht und unproblematisch geht, finde ich es nicht schlimm, wenn sowas mal passiert. Ich meine, sowas kann mal passieren, dass es einfach durchrutscht und da kein Produkt dann drin ist. Es kann passieren, ist nicht schlimm. Es ist jedenfalls gut, dass die so einen super Kundenservice haben und das direkt dann regeln. Von daher, ja, war das jetzt so ein bisschen eine Fail-Box. Ich finde sie trotzdem gut, aber es war so ein bisschen Fail. Aber dafür habe ich in der nächsten Box dann wieder mehr Produkte drin, ein paar zusätzliche. Ja, das war die Box. Ich hoffe, euch hat das Unboxing trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann!